Liebe Strategiefans, willkommen zurück. Ja, das sieht doch jetzt gut aus bei Babylon. Das ist praktisch unser zweiter Ansatz. Wir mussten uns einmal strategisch zurückziehen. Aber jetzt, zusammen auch mit den Römern, haben wir deutlich die Oberhand. Und ja, wie in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, wir müssen halt aufpassen, dass sich nicht dann die Römer hier reinstellen, nachdem die Gegner, also die Stadtmauer auf Null gebracht wurde und die kein Gegner mehr dran ist. So, dann noch 29 Befehlspunkte. Eine untätige Militäreinheit. Den lassen wir erstmal. Ja, okay, der kann sich hier ruhig Erfahrungspunkte holen. Ziehen wir den einmal dahin zurück. So. Dann haben wir hier einen untätigen Arbeiter. Könnten hier ein Kaltbadehaus bauen. Ja, aber in Assume eh keine Unzufriedenheitsprobleme. Richtig. Unzufriedenheit minus 17,8. Keine Unzufriedenheitsprobleme. Wie sieht es mit Stadtverbindungen aus? Hier über den Ozean. Alles abgesichert. Wunderbar. Ah, hier fehlt halt noch eine Straße. Aber da haben wir ja jetzt einen Arbeiter. Straße hinzufügen. Zitadelle. Das 15,6 gilt und 0,6 Befehlspunkte pro Jahr. Da können wir auch direkt hier bauen. Gut, da haben wir eine Kaserne. Die Zitadelle gibt keine, doch plus 20%. Kasernen und Schießstände. Okay. Einmal dahin. Wir haben übrigens jetzt einen Holzüberschuss, ohne dass wir Wälder abholzen müssen. Ja, einfach durch unsere Sägewerke kriegen wir jetzt plus 6 Holz pro Jahr. So. Nichtsdestotrotz machen wir hier auch mit dem Fällen von Bäumen weiter. Hier können wir auch Boden. Ja. Weil wir gehen mit dem irgendwann mal wieder zurück und dann auch schau ich mal an, wie viel Wald es hier gibt. Können wir uns richtig austoben. Okay. Rohn gibt übrigens nur 15, keine 20. So, einmal gerodet. Dann haben. Ach so, eine wichtige Sache. Wir haben noch heilige Stätten. Hatte ich mir im Vorfeld angeschaut. Und zwar vom Christentum. Manichäismus auch. Manichäismus hier und Christentum. Ah, Judentum. Eintum ist egal. Auch eine richtige Religion. Manichäismus. Christentum, ja. Schauen wir uns die Städte mal an. Können nämlich Jünger des Manichäismus bauen und dann in der heiligen Stadt ein spezielles Gebäude. Jetzt bei Manichäismus ist es das Kauan. Das gibt auch zwei Siegpunkte. Und plus 20 Ansehen bei den Charakteren dieser Religion. Beziehungsweise bei der Religion selbst. Dann holen wir uns hier einmal diesen Jünger. Halt ziemlich wichtig, sogar noch wichtiger als die Bireme.
Und beim Christentum. Ja. Jünger des Christentums. Und dann bauen wir diese zwei religiösen Spezialgebäude und kriegen in Summe 4 Siegpunkte. Gut. Hier haben wir einen Tempel gebaut. Wir können noch ein Kloster errichten. Dann machen wir das doch. Sägewerk gebaut. Da stehen 2 Kasernen, da könnte man gut eine Feste nebenstellen. So. Okay. Den noch einmal rüberschicken. Hier wurde ein Bauernhof fertiggestellt. Da können wir einen Hain bauen, jawohl. Gibt Kultur und Nahrung und Oliven. Da werden wir den Gärtner dann auch noch ausbilden. Der Siedler kommt da leider noch nicht rüber. Dafür brauchen wir noch ein Schiff. Das ist in einem Jahr fertig. Und hier können wir noch fleißig Sägewerke bauen. Einmal Sägewerk. Steinbruch fertig. Und da eine Mine. Die Weide fertiggestellt. Deon. Achso, Deon könnte man theoretisch auch hier errichten. Na gut. Stell ich schon mal dahin. Und dann haben wir hier Fest 2 abgeschlossen. Unzufriedenheit ist immer noch auf Stufe 1, aber wird ja mit minus 5 abgebaut. Dann haben wir das Problem auch beseitigt. 3 Bürger. Und Ausbildungspunkte 19,6 pro Jahr. Axtkämpfer wäre fertig in 4 Jahren. Sonst hätten wir hier noch Holzfäller. Okay. Das schadet natürlich nicht, Holzfäller auszubilden. Ah, der hier war ein bisschen schlechter. Der ist noch ein bisschen besser, ja. Plus 6. Also dann plus 3 Holz nochmal. Für jeden der Spezialisten. So. Okay, wir haben keine Befehlspunkte mehr. So, Römer. Leg doch mal den letzten Bogenschützen. Ah gut, wird schwierig, der ist ja im Wald gut geschützt. Oha, dritten Einheiten. Bürgerwehr. Eifrige Bürger aus Marat haben sich freiwillig gemeldet, bei der Stadtverteidigung zu helfen. Sie haben die nötige Einstellung. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Kulturereignis aufblühend in Marat. Schützende Stadtmauern errichten. Für 26 Steine. Minus 1 Unzufriedenheit. Und wenn ein Herr der Familie verteidigt. Ach so, nein. Wenn ein Herr der Familie verteidigt, dann bekommt die Stadt minus 1 Unzufriedenheit pro Jahr. Oder wir bekommen 1010 Ausbildungspunkte. Wir könnten natürlich jetzt, weil bei Ausbildungspunkten gibt es ein Maximum von 2000. Geht da gar nicht. Okay.
bevor wir uns die Punkte schnappen, dann noch fleißig Ausbildungspunkte investieren. Arad. Oh. Halt irgendwie gar nicht gefährdet. Die werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht befördern, da werden wir einfach kämpfen. Aber wir könnten ja hier die Einheiten jetzt noch nachziehen. Und schon mal befördern. Also ihr merkt, ich tendiere nicht zu der Stadtmauer. Zwischenrufer plus 25% gegen Generale. Gegen Generäle. Und hier haben wir jetzt die Rema. Die kann halt ankern und auch befördert werden. Wir schicken sie erstmal dahin. Und Beförderung. Angriff plus 10% Angriffsstärke. Steuermann. Kann nach einer Schlacht erneut angreifen. Okay. So. Ja, eventuell befördern. Zwischenrufer plus 25% gegen Generäle. Okay. Angriff plus 10% Angriffsstärke. Ganz schön schwierig, die Ausbildungspunkte abzubauen. Ja. Pferdefluch plus 25% gegen Briteneinheiten. Kampf plus 10% Angriffs- und Verteidigungsstärke. Reicht immer noch nicht. Schleuderer verbessern. Das sind 80 Ausbildungspunkte. Dann brauchen wir erstmal Holz. Dafür bist du zuständig. So. Und dann wirst du verbessert. Ja, wir kriegen auch jede Runde 245 Ausbildungspunkte dazu. Wir befördern. Deckung plus 10% Verteidigungsstärke. Und dann. Achso, das war's schon. Ja. Plus 1010 Ausbildungspunkte. Erdbeben. Ganz Peteria wird von einem heftigen Beben erschüttert, das Gebäude und Tempel ins Wanken bringt und dafür sorgt, dass Trümmer auf die Straßen fallen. Verängstigte Menschen kauern in Höhlen und Schreinen, in der Hoffnung, vor den Folgen sicher zu sein. Kulturereignis stark in Peteria.
51 von 60 Punkte. Wir müssen härter arbeiten, um dem Willen der Götter zu entsprechen. Wir erhalten einen Priester. Unser Ingenieurwesen muss dringend verbessert werden, plus 330 Wissenschaft. Also mehr, als wir sonst in einer Runde bekommen. Purer Zufall, wir können nichts dagegen tun. Plus 14 Befehlspunkte. Wir nehmen die Wissenschaft. Heiratsangebot. Eure Tochter soll verheiratet werden und nun legt eine Delegation aus Griechenland ein Heiratsangebot vor. Wir sollten es uns gut überlegen. 21 Jahre, 29 Jahre. Griechenland plus 171. Benight. Ein Redner und ein Held. Held ist verärgert. Warum ist er verärgert? Ah, okay. Held gegen Bauherr. Dann wird es der 23-Jährige. Aber vor der Hinrichtung. Einige örtliche Priester des Christentums haben eine schreckliche Nachricht von ihren Glaubensbrüdern in Babylonien erhalten. Der König der Babylonier, Eriba, hat einige Christen gefangen genommen, die sich missionarisch betätigt haben, und bereitet ihre Hinrichtung vor. Anscheinend ist es diesen frommen Christen nicht gelungen, die Gunst von Eriba zu erringen. Die Priester drängen uns dazu, einzugreifen. Diplomatische Verhandlungen mit Babylonien beginnen. Am Hof gibt es wichtigere Dinge zu tun. Oha, Christentum. Minus 123. Was ist da passiert? Er ist ein Held. Minus 60. Das ist schlecht. Das ist echt sehr schlecht. Attentat durchführen. Kostet 400. Und 2 Befehlspunkte. Einkerkern, dann wäre halt die Familie. Wenn wir da minus 40 kriegen, aber das sollte ja kein Problem sein. Also in der nächsten Runde den Einkerkern. Ja, und dann wird halt jemand anders Oberhaupt vom Christentum. Ja. Okay. Minus 2 Legitimität in Kauf nehmen, plus 20 Ansehen beim Christentum. Dann sind wir hier immer noch unter 100. Unter minus 100. Okay. So, wir könnten jetzt einen Einmarsch mit dem Schiff. Wir können keinen Einmarsch mit einem Schiff durchführen. Okay. Gut. Dann. Militär. Angriff. Da gibt es nur noch einen römischen Bogenschützen. Da ist noch ein General zugewiesen. Er hat auf jeden Fall Pferdeflug.
Ja. Aber in der Mitte angreifen. Machen oben am meisten Schaden. War ein bisschen schwierig mit dem Overlay. Okay. Minus 4 TP. Nochmal minus 4. Pferdefluch, ja. Er wird ja nur den da oben angreifen können, oder? Er macht das doch. Noch drei Bogenschützen. Kann von hier aus. Angreifen. Richtig? Ich mach das mal wieder aus, ja. Okay, dann haben wir den. So, das ist der mit Pferdefluch und der ist Hochländer. Können ja mal den Priester hier nach vorne stellen, vielleicht lenkt das die ab. Schauen. Ja, dann haben wir das gemacht. Er hat sich schon bewegt. Aufräumen ist natürlich so eine Sache. Die zu zweit schaffen ihn nicht viel. Da bin ich ganz guter Dinger. Aber wenn da noch eine Einheit kommt. Okay, Arbeiter. Beste fertiggestellt. Gerichtsgebäude bauen. Ah. Können gleich noch eine Forschung auswählen. Aber wir können ja an der Küstenstadt halt auch
ein bisschen was für die Ausbildung tun. Hier oben kriegen wir halt noch mehr. Okay, dann bauen wir hier eine Kaserne. Okay. Was dann familientechnisch nicht mehr, aber wir kriegen ja da mehr Ausbildungspunkte. So. Tempel und Kloster abgeschlossen. Ja, gehen wir ruhig nach Erbil. So, Schrein ist das Haus fertig. Kaltbaderhaus. Ich möchte immer, dass wir Kaltbaderhäuser bauen hier. Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude können wir auch da bauen. Er muss sich noch eine Runde gedulden. Erstmal ein Odeon. Amphitheater fertig. Da unten können wir noch einen Hain erstellen. Ja, mach das ruhig. Und noch mehr Sägewerke. Und ein Hain. Der bleibt einfach da stehen. Der Kundschafter auch. So. Statthalter. Der verärgert. Minus 20, okay. Er hat dann aber was zu tun, ist dann nicht mehr verärgert. Können wir ruhig zufassen. Okay. Und dann bauen wir was. Ist der Lehrling? Ah. Lieber ein Holzfäller. Forschung wählen. Schlachtlinie, Keulenkrieger. Okay. Der Kanzler ist gerade noch aktiv, genau. Und dann... Oh, jetzt haben wir noch 6 Befehlspunkte gehabt. Ich habe auf den Knopf gedrückt, okay. Die Römer greifen zuerst an, sehr schön. Das waren sehr gut investierte 3600 Gold. Die Römer mit in den Krieg zu ziehen. Kanzler Cato ließ sich von den Stadtoberhäuptern über die Missstände informieren und reduzierte dauerhaft die Unzufriedenheit. Are Felenorum minus eine Unzufriedenheitsstufe. Die Matriarchin ist gestorben im Alter von 68 Jahren. Unsere Gemahlin ist jetzt das Oberhaupt des Zoroastrismus. Sehr gut. Kanzler Cato ist im Amt verstorben. Oh. Im Alter von 47. Zeit für einen Waffenstillstand mit Babylonien. Babylonien würde uns 40 Jahre lang 86 Tribut zahlen.
noch nicht. Golden Stimme. Euer Familienmitglied, Herzogin Ezipto, hat sich in der Akademie einen Namen gemacht. Anscheinend bezaubern ihre Lieder und Gedichte Lehrer und andere Studenten dort. Dieses Talent sollte Einfluss auf die Zukunft von Ezipto haben. Sie würde eine fabelhafte Botschaft dran abgeben. Dann wird sie Diplomatin. Kommt plus 3 Charisma. Sie hat aktuell 2 Charisma und 1 Mut. Sie ist eine geborene Lehrerin. Sie kann ruhig Diplomatin werden. Ja. Eine neue Erbin. Unsere Enkelin, unser Erbe, 0 Jahre alt. Ja, immer das jüngste Kind erbt. 50% aus Griechenland, 25% aus Rom. Und 100% aus Assyrien. Bei der Verkündung der Geburt der Erbin bricht die Hauptstadt Assur in Jubel aus. Die Bewohner der Stadt strömen in die Straßen, um auf Jabba anzustoßen und in der Hoffnung auf eine glänzende Zukunft zu schwelgen. Möge Prinzessin Jabba mit Gesundheit und Glück gesegnet sein. Göttliche Herrschaft oder Rechtskodex? Die Leute sollen mich als Gott verehren. Alle Städte mit Schreien minus 1 Unzufriedenheit. Erichon plus 30. Rationales Denken sollte die Grundlage für unsere Regierungsentscheidung bilden. Hussein, Stadtkapital, proaktives Gesetz. Ja, aber Unzufriedenheit sind wir ja schon sehr gut. Dann nehmen wir Rechtskodex plus 10, Stadtkapital, proaktives Gesetz. Aktuell plus 184. 274. Okay. So. Kanzler nennen. Das machen wir auf jeden Fall. Uns wird ein 42-Jähriger vorgeschlagen. Wir haben hier noch eine 26-Jährige. Der wäre hier halt sofort zufrieden. Er würde von 90 auf 130 steigen. Und... Moment. Den hier wollten wir noch einkerkern. Über den Kanzler. Ja, was haben wir da für negative Möglichkeiten? 4,3% Zielperson entkommt. Ja, einkerkern ist halt wesentlich weniger riskant. Dann kerkert den doch mal ein hier. Dauert ein Jahr. Okay. Gut. Weitere Ereignisse. Kanzlerinnen haben wir gemacht. Eine luxuriöse Forderung. Während sich unsere Schatzkammer mit den feinsten Luxusgütern füllen, fordern die Sargoniden einen Anteil am Reichtum. Sie wollen mehr von unserer Ressource Wein oder drohen, uns die Herrschaft zu erschweren. Wir werden ja jetzt schon einen von ihnen einkerkern. Dann übertreiben wir es mal nicht. Wir bekommen ruhig den Wein. Statthalterin gestorben. Wir haben keine untätigen Kandidaten.
Aber Asso soll natürlich schon einen Statthalter haben. Was macht denn unser König gerade? Statthalter von Erbil. Er wäre halt viel besser, wenn der Statthalter von Assur wäre. Guck ich mal die Boni an. Okay. Was haben wir gemacht? So. 53 Befehlspunkte. Erstmal Krieg führen. Okay, das sind Kontrollzonen im Weg. Der Onaga schießt auf die Stadt. Kann man sich eigentlich mit seinen Militäreinheiten? Wahrscheinlich nicht. Genau. Also man kann mit Zivileinheiten auch Städte, also Felder an der Stadt blockieren. Den Axtkämpfer würde ich natürlich gerne behalten. Aber den Hochländer. Und natürlich da rein. So, Pferd ist schon mal besiegt. Das ist halt noch das Problem mit dem Axtkämpfer. Oh, wenn der einfach mal hier angreift. Der Bogenschütz kommt da nicht hin. Er kann die Stadt angreifen. Speerkämpfer. Okay, dann schicken wir den Jünger einmal nach da vorne. Den einmal dahin. Militäreinheiten. Okay, also auf jeden Fall was befördern. Hier für 300. Blutdürstig, plus 10% gegen Angeschlagene. Fördern auf 4. Angriff 2. Okay. Das ist 15% Angriffsstärke. Kann da stehen bleiben. Ja auch.
Bogenschütze. Ja. Deckung 1. Dann haben wir noch 5 Arbeiter. Tempel und Kloster gebaut. Ab zur nächsten Stadt. Wir wissen natürlich, wo es schon Judentum gibt. Ne, okay. Wir können natürlich auch den Judentum aus, verbreiten. Okay. Oh. Stolz der zwei Länder. Einer eurer Generäle, Tigrat Pileser, hat einen Vorschlag unterbreitet. Infolge der jüngsten Schlacht zwischen den Beremen und den Truppen Babyloniens möchte er das Schiff in Stolz der zwei Länder umtaufen. Als Symbol dafür, dass beide Nationen bald unter eurer Herrschaft stehen werden. Das sehe ich genauso. Dieses Schiff soll das Flaggschiff unserer Flotte sein. Und des Meeres. Plus 20% Angriffsstärke von Ozean aus. Und dann kann es direkt nochmal angreifen. Moment, das ist aber doch unsere Beförderung gewesen. Kann nach Schlacht Nord angreifen. Habe ich das zumindest verstanden? Steuermann. Oder ist das wie Aufreiben bei berittenen Einheiten? Hätte man die Einheit erst besiegen müssen? Weiß ich nicht. Das können wir halt auch nicht ankern. Na gut. So. Produktion wählen. Im Mönch Lehrling abgeschlossen. Meistermönch. Und Mönch Ältester. Ja, der Siedler kommt da jetzt leider noch nicht rüber. Holzfällen. Noch ganz viele Befehlspunkte. Vielleicht mal eine Hochsynode beim Christentum. Oder beim Manichäismus. Achso, da haben wir schon plus 28. Eine Hochsynode, okay. Dann beim Christentum. Okay, baue hier ruhig einen Tempel. Du bleibst da stehen. Und dann werden wir hier einen Heilmarsch durchführen. Merkt übrigens, dass wir da jetzt ein bisschen weniger bekommen haben, weil wir zu weit von unseren Städten entfernt sind. Um auf die vollen 20 zu kommen. Ja, erstmal die Römer. Oh, jetzt haben sie hier... Oh, das ist bitter.
Boah, das ist... Schmerzhaft. Okay. Wir machen hier einen Cut. Die Folge ist auch schon sehr lang. Ja. Und euch dann in Ruhe selbst durchlesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.